Ich fahre das erste Mal seit Jahren mal wieder Assetto Corsa und das Ganze nicht irgendwo, sondern im LFM Green Hell Cup. Und Leute, dieses Rennen hat es komplett in sich gehabt, denn es sind gewisse Dinge passiert, die auf der Nordschleife gelegentlich mal passieren. Diese Rennen haben ihre eigenen Gesetze. Wir starten hier von der 44. Position, sind hier kein Qualifying gefahren, weil ich noch technische Probleme hatte. Und ja, dieses Startprozedere, das hatten sie auch noch nicht so richtig alle irgendwie verinnerlicht. Der Start läuft nämlich ein bisschen anders ab als in anderen Rennen. Also die Lampen, wenn die hier ausgehen, dann herrscht ein Tempolimit von 100 km/h und dann wird das Rennen hier sozusagen freigegeben auf Start und Ziel. Und genau das ist jetzt hier der Fall und wir haben noch einige Klassen vor uns, die auf jeden Fall deutlich langsamer als wir sind. Unter anderem die GT4s, an denen wir jetzt gerade hier schon vorbei sind, zumindest an ein paar, und die Porsche Cup. Und wir werden auch gleich mal uns den Sound reinziehen. Wir sind übrigens heute hier im Honda unterwegs und dieses Auto klingt auch unfassbar geil und lässt sich auch sehr, sehr geil fahren. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir hier die Startphase überleben. Hier diese erste Schikane auf der 24-Stunden-Variante. Da hat es schon den ersten erwischt, der sich hier rausgedreht hat. Und gönnt euch mal den Sound, Leute. Du hast hier wirklich das Gefühl, dass du mittendrin bist, wenn du neben so einem Porsche Cup oder neben einem BMW oder sonst was herfährst. Das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Mittendrin-Gefühl. Und hier aufpassen, vor uns war ein GT4, hier der M6 vor uns. Da mussten wir aufpassen, da konnten wir nicht rüberziehen. Und jetzt gab es ja für mich auch den ersten kleinen Feindkontakt, denn da sind wir ja einfach eine komische Linie reingefahren, haben den Kollegen hier am Heck berührt und dadurch haben wir ihn hier fast rausgedreht, aber es ist zum Glück erstmal nichts passiert. Wir haben hier vielleicht 1-2 Sekunden verloren, aber das Rennen konnte zum Glück auch für den BMW hier weitergehen. Und es ging weiter, Leute. Hier in dieser ersten Runde oder noch auf der GP-Strecke sind noch andere Dinge passiert. Hier haben wir noch einen Toyota Supra vor uns, der natürlich auch deutlich langsamer ist, weil GT4-Klasse, und wir wollten uns natürlich, soweit es geht, hier nach vorn arbeiten. Hier den Curb nicht so viel mitnehmen. Generell Curbs in Assetto Corsa, können wir auch gleich mal ein bisschen auf das Fahrverhalten eingehen. Unfassbar zickig, das Auto auf den Curbs. Und jetzt wurde das Auto unter anderem auch sehr, sehr zickig, denn ich habe mich einfach in dieser Schikane rausgedreht. Die Reifen waren vielleicht noch nicht da und dann bin ich irgendwie an dieser Mauer hängen geblieben. Das Auto wollte nicht so wirklich losfahren. Ich musste nochmal kurz einen Rückwärtsgang reintun, habe hier Vollgas gegeben und das Auto hat unfassbar lange gebraucht, um erstmal wieder aus dem Quark zu kommen. Also das ist auch irgendwie so eine komische Eigenheit hier in diesem Auto oder generell, ich weiß nicht, ob das generell bei Assetto Corsa so ist, aber das Auto hat einfach unfassbar lange gebraucht, um hier wieder loszufahren. Das heißt, wir haben hier sehr viel Zeit verloren. Wir sind auf Position 45, bedeutet, wir sind Letzter. Und ihr könnt ja auch mal gleich auf der Trackmap so ein bisschen gucken, wo der Erste schon ist. Also wir haben hier schon ein bisschen Rückstand und müssen jetzt natürlich geduldig bleiben, denn du kannst hier nicht einfach mal an einem GT4 irgendwo auf der Nordschleife dran vorbeifahren. Es ist ziemlich eng, es ist ziemlich gefährlich. Die Curbs können dich jederzeit killen. Generell die Leitplanken links und rechts sind hier und da auch sehr, sehr nah. Deswegen musst du ganz genau überlegen, wann machst du hier so ein Manöver gegen einen GT4, auch wenn er deutlich langsamer ist. Und da wollen wir jetzt natürlich mal schauen, ist mir das Ganze gut gelungen oder eher nicht so gut? Und ich kann sagen, es sind definitiv die ein oder andere brenzligen Situationen dabei gewesen. Wie auch zum Beispiel hier nach dem Flugplatz. Vier Autos haben sich hier insgesamt abgelegt. Da musst du auch einfach Glück haben, dass sie nicht auf der Strecke stehen, sondern einfach links und rechts neben der Strecke, so wie jetzt hier in diesem Fall. Hier sehen wir, der Erste, der ist jetzt hier gleich schon durch den ersten Sektor sozusagen durch. Und ich bin hier noch ja deutlich vor der Fuchsröhre, vor der Arenberg-Kurve. Und das bedeutet, wir haben hier auf jeden Fall schon einen relativ großen Rückstand auf P1. Aber wir haben hier aber auch eine Stunde Zeit, um das Ganze, also circa 8 bis 9 Runden haben wir Zeit. Ich glaube, 8 Runden waren es im Endeffekt, das Ganze aufzuholen. Und hier sind wir vorbei an einem Porsche Cayman, auch im Rückspiegel zu sehen. Die Scheinwerfer, das sieht schon ziemlich geil aus. Ich habe ja auch natürlich viele Mods installiert. Also alles, was man braucht, um bei diesem LFM-Rennen hier mitzufahren. Könnt ihr gerne auch mal LFM auschecken. Das war, wie gesagt, hier mein erstes Rennen in Assetto Corsa. Und ich sage euch, wie es ist. Es war ein unfassbarer Spaß in diesem Auto, auf dieser Strecke, in diesem Split. Ich glaube, das war der zweite Split. Jetzt hier in dieser Green Hell Cup Serie bin ich hier mitgefahren und das Ganze hat so viel Spaß gemacht, dass ich das auf jeden Fall öfter machen werde. Und generell könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, habt ihr Bock, dass ich mal so Rennen offline aufzeichne, euch die zur Verfügung stelle, auch mal abseits von den ganzen Streams, dann überrasche ich euch quasi wieder mit neuen Racing-Videos, die ihr auch so noch nicht kennt, die Rennen. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Sache. Jetzt erstmal durch die Mutkurve. Und da stand ein, ich glaube, Honda war es. Oder war es ein Audi? Ich glaube, es war ein Honda. Der stand hier quer auf der Strecke. Auch da Glück gehabt, dass er nicht losgefahren ist. Der Audi hier ziemlich langsam gewesen. Hat da Schaden gehabt, denn der ist hier auch aktiviert. Der Schaden, der wird hier auch noch
die eine oder andere Rolle spielen in diesem Rennen. Aber jetzt erstmal weiter Konzentration. Wir sind auf Position 31 mittlerweile. Durch die ganzen Ausfälle, durch die ganzen Crashes, die hier passiert sind, sind wir jetzt natürlich auch weiter nach vorne gekommen. Wir müssen auch noch ein paar Autos überholen aus anderen Klassen. Also die Porsche Cups sind hier auch nicht so langsam. Das heißt, die haben ja auch schon einen gewissen Vorsprung auf uns gehabt. Und jetzt sind wir hohe 8, der Sektor. Da wird es jetzt, oder wir laufen ziemlich schnell auf die Kollegen hier vor uns. Wie gesagt, die Kollegen da vorne waren ein bisschen langsam. Da seht ihr einen Honda, der hier ein bisschen weit gegangen ist. Und es hat sich hinter den Porsche Cups hier alles so ein bisschen aufgestaut. Und das ist jetzt eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Denn ihr seht es, hier werden ganz wilde Linien gefahren. Und da vorne hat sich da einer abgelegt. Und in dem Moment weißt du, das geht auf jeden Fall nicht gut aus. Denn ja, da vorne hattest du einfach keine Zeit zum Reagieren. Und ich bin einfach gerade reingefahren. Da konntest du in dem Fall ja einfach nichts machen. Im Hintergrund wurde auch noch, oder im Rückspiegel wurde auch noch der Honda von dem Porsche Cup abgeräumt. Ich weiß nicht, ob der Porsche Cup abgeräumt wurde oder ob er sich selber abgelegt hat. Aber da dachte ich erst, dass mein Rennen hier komplett vorbei wäre, weil in ACC, ich weiß nicht, wie viele Sekunden Schaden es im Endeffekt gewesen wären. Hier seht ihr auch, dass das Auto ein bisschen aber untersteuern war. Also ich hatte definitiv Schaden, aber es war trotzdem noch gut fahrbar. Meine Achse war nicht krumm, das war das Wichtigste. Ich hatte, glaube ich, einfach nur einen Aerodynamikschaden an der Front, sodass das Auto hier, ja, vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Topspeed hatte. Wobei ich sagen muss, der Honda hat hier einen unfassbar geilen Topspeed auf der Nordschleife und das ist super, super wichtig. Das werden wir jetzt auch gleich sehen auf der Döttinger Höhe. Aber was ich gerade sagen wollte, in ACC wäre das hier auf jeden Fall ein deutlich gravierender Schaden gewesen als jetzt hier in AC anscheinend. Aber es wird auch gleich noch eine andere Situation kommen, wo das mit dem Schaden dann sich schon wieder irgendwie so ein bisschen relativiert. Aber jetzt erstmal auf der Döttinger Höhe hier schauen. Im Rückspiegel ziehen wir ein Audi mit. Jetzt ziehen wir hier vor den BMW, um den Windschatten von dem Porsche Cup hier noch zu bekommen. Und ja, ihr seht es hier, der Topspeed von dem Honda ist ziemlich, ziemlich gut. Hier am Schluss konnte der BMW nochmal außen jetzt hier unter der Bildsteinbrücke daneben gehen. Und das ist sehr, sehr gefährlich, wenn du hier zu früh aus dem Windschatten rausgehst, beziehungsweise den anderen zu früh Windschatten gibst, dann können sie dich hinten raus nochmal überholen, hier in Richtung dieser letzten Schikane. Da vorne hat ein Porsche Cup hier in der Hohenrhein-Schikane das Auto weggeworfen. Aber wie ich gerade gesagt habe, du musst wirklich auch strategisch gut dich positionieren, sodass die anderen dich nicht attackieren können, hier ganz zum Schluss in der Runde. Und da werden wir gleich auch nochmal eine Situation sehen, wo das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr brenzlig war. So, aber weiter geht's hier. Lexus vor uns, der hier nicht ganz so gut aus der Kurve rausgekommen ist. Wir haben uns weiter nach vorne gekämpft, P25. Also das lief gar nicht schlecht und wir haben immer noch Porsche Cups vor uns, die ja nach über einer Runde immer noch hier vor uns sind. Und daran seht ihr, die sind gar nicht so langsam, diese Porsche Cups. Ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden es auf eine Runde sind. Aber es ist nicht so viel, wie man vielleicht denken würde hier und da. Also die Dinger sind echt verdammt schnell und jetzt müssen wir uns hier auf der GP-Strecke nochmal an den Porsche Cups hier irgendwie vorbeidrücken. Auf der GP-Strecke hast du noch den nötigen Platz und auch hier und da mehr Auslaufzone oder deutlich mehr Auslaufzone, wie ihr sehen könnt. Aber auf der Nordschleife musst du manchmal so, ja, fast einen kompletten Sektor irgendwie dahinter bleiben bis zur nächsten Gerade, dass du ja einfach vorbeifahren kannst. Und selbst da ist es nicht so einfach bei diesen Porsche Cups, weil die auch auf den Geraden wirklich schnell sind und dann ist das Ganze nicht einfach. Hier schon wieder den Curb ein bisschen zu viel mitgenommen auf der Innenseite. Also Curbs in Assetto Corsa. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch eine autospezifische Sache ist, weil der Honda, glaube ich, nochmal ein bisschen anfälliger ist, was die Curbs angeht. Vielleicht gibt es auch Autos, die da nicht so anfällig sind, aber dieses Auto, das wollte dich regelmäßig umbringen, wenn du die Curbs hier zu viel mitgenommen hast. Also du musstest hier wirklich sehr präzise fahren. Hier diese Curbs, das ging zum Beispiel, aber diese etwas höheren Curbs, die solltest du definitiv vermeiden und so ist es ja auch in echt auf der Nordschleife. Diese Curbs sind wirklich verdammt hoch und die solltest du ja vielleicht nur mal so ein bisschen zum Anlehnen am Exit nehmen oder so. Und ja, aber in den Kurven an sich, am Apex, wenn du die da triffst, dann schieben sie sich einfach nach außen, machen das Auto super unruhig. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden. So, jetzt sind wir außen am Honda vorbei und da sind wir ein bisschen auf die Wiese gekommen. Beim Anbremsen fast das Auto verloren durch die Bodenwellen. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die man hier unterlassen sollte, auf der Wiese irgendwie erstmal unterwegs zu sein oder auch anzubremsen oder zu beschleunigen. Das ist nicht ganz so vorteilhaft, aber das ist in jeder Simulation so. Das ist auch im echten Leben wahrscheinlich so, dass das nicht so vorteilhaft ist. So, aber weiter geht's. Wir haben ein AMG vor uns. Wir sind hier nochmal am Porsche Cup vorbeigezogen. Das ging zum Glück ganz gut, aber jetzt hier in Richtung Mutkurve. Wir sind nicht viel schneller vom Topspeed hier gewesen als der AMG, aber dadurch, dass wir uns am Windschatten rangezogen haben, sind wir dann doch vorbeigekommen. Er hat hier ein bisschen gewarpt, das habt ihr gesehen, aber dann konnten wir zum Glück noch in der Mutkurve oder vor der Mutkurve
positionieren, sodass er dann zurückgezogen hat und uns den nötigen Raum gelassen hat. Also Mutkurve ist auch so eine Kurve, diese schnelle Links, da willst du auch eigentlich nicht zu zweit durchfahren, weil meistens ist dann der Außenwert der Leidtragende, wenn der Innen sich ein bisschen zu weit raustragen lässt, weil das eine Kurve ist, die du, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schnell nimmst mit sehr viel Topspeed und dementsprechend ist es da sehr schwer, zu zweit durchzufahren. Ist auch hohe Acht, wir sind schon wieder hinter einem Porsche Cup. Also immer noch nicht nach über anderthalb Runden hier diese Porsche Cups alle überholt. Aber es neigt sich jetzt so langsam dem Ende zu mit den Porsche Cups. Also das müssten jetzt hier die letzten sein. Und wir sind auch sogar, glaube ich, ein bisschen an die GT3s, also an die führenden GT3s hier in diesem Split, ein bisschen herangekommen. Da müssen wir unten mal auf den Abstand achten. Unten links seht ihr es. 45 Sekunden ist der Abstand jetzt auf den ersten hier, der das Rennen anführt. Und der ist jetzt gleich schon wieder hier in Richtung Döttinger Höhe unterwegs. Ist jetzt hier im kleinen Karussell. Dieser rote Punkt auf der Minimap, das ist der führende. Wir sind der blaue Punkt. Also es ist schon noch ein Stückchen. So, und jetzt müssen wir hier in der Eiskurve noch am Porsche Cup vorbei. Und da vorne, das müsste dann so langsam, glaube ich, der führende gewesen sein in der Porsche Cup Klasse. So, und hier seht ihr das, die Döttinger Höhe. Wir sind noch ganz am Anfang und auf Startziel sind ja schon die Führenden in der GT3-Klasse. Bedeutet, wir müssen weiter pushen. Der Vorsprung von P1 auf uns, 42,6 Sekunden, ist jetzt hier mittlerweile der Vorsprung. Und wir haben jetzt hier noch einen Kollegen vor uns, der sich hier, ich weiß nicht, ob er sich verbremst hat oder ob er uns da freiwillig vorbeigelassen hat. Sah erst nach einem Vorbeilassen aus, aber vielleicht war er auch ein bisschen erschrocken, weil er dachte, ich will da irgendwie reindiven ins Karussell. Aber das war auf jeden Fall nicht meine Absicht, da irgendwie reinzudiven, denn das ist eine sehr ungünstige Stelle zu überholen. Genauso wie das kleine Karussell, wo der Kollege hier auch nochmal verteidigt hat, weil er da wahrscheinlich dachte, ich wollte attackieren. So, aber der macht jetzt einen kleinen, aber entscheidenden Fehler, denn hier ist ein bisschen zu gierig gegen den Audi auf der Außenseite. Wollte da noch im Galgenkopf irgendwie außen daneben, hat dann das Auto, ja, durch ein Untersteuer verloren, ist raus in die Wiese, wahrscheinlich sogar ein bisschen in die Leitplanke und dementsprechend konnten wir nie überholen und wir sind schon wieder auf der Döttinger. Wir haben schon wieder Windschattenschlachten und jetzt kommt auch wieder eine Szene, die ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe. Wenn du hier zu früh vorbeiziehst an den Kollegen, dann gibst du, wenn du jetzt vorbeigezogen bist, nämlich genau jetzt, gibst du den Kollegen zu früh wieder Windschatten und da die Döttinger Höhe so lang ist, können sie durch den Windschatten hinter dir dich wiederum attackieren. Und das muss man immer mit einkalkulieren. Und der Audi hat im Gegensatz zum BMW vorhin jetzt hier komplett dagegen gehalten. Aber wir sind hier Side by Side reingefahren. Und hier habe ich ihm den nötigen Raum gelassen, sodass er wieder vor mich ziehen konnte. Also wären wir da komplett Side by Side reingezogen, dann wäre das wahrscheinlich nicht gut gegangen. Und jetzt hier hat er einen Fehler am Exit gemacht. Und wir konnten mit einem besseren Exit jetzt hier auf Startziel dran vorbeiziehen. Im Rückspiegel seht ihr auch, es gibt hier auch einen Pflichtboxenstopp. Viele sind schon an die Box gegangen. Deswegen sind wir hier mittlerweile auch schon auf P7 vorgefahren. Und hier sind wir jetzt auf einer sehr guten Runde unterwegs gewesen. Also bis auf diesen kleinen Fehler, wo wir das Auto hier fast wieder verloren haben. Also auch da wieder Thema Curbs. Sehr, sehr giftig. Das war jetzt hier unsere schnellste Rennrunde mit einer 8 Minuten 11 war es, glaube ich. Genau oben seht ihr das jetzt in lila. 8 Minuten 11 sind wir jetzt hier gefahren. Da wäre noch mehr drin gewesen. Wir haben auch noch ein bisschen Schaden gehabt an der Front. Ein bisschen Topspeed, der uns fehlt. Also ich sag mal, unter einer 8 Minuten 10 kannst du hier definitiv fahren. Wenn nicht sogar in Richtung 8.0 Mitte irgendwas. 8.06, 8.07 so in dem Dreh sind hier, glaube ich, so die Topzeiten, die hier gefahren werden. Und jetzt kam hier gleich auch eine ganz komische Situation, die ich so auch nicht verstanden habe. So, wir haben jetzt hier diesen kleinen Sprung, dann diese Doppelrechts hier. Und jetzt hat mein Auto genau über diese Linkskuppe ein bisschen untersteuert. Und eigentlich haben wir die Mauer nicht berührt. Aber ihr seht das jetzt an meiner Lenkung, das Auto hat sich auf einmal super, super, super komisch fahren lassen. Ich konnte irgendwie kaum noch einlenken oder so und ihr seht auch, mein Lenkrad stand ein bisschen schief. Also ich habe irgendwie meine Achse krumm gefahren, obwohl ich die Leitplanke da gar nicht berührt habe oder vielleicht nur ganz, ganz, ganz minimal berührt habe. Ja, und dann war ich jetzt hier auf der Döttinger. Da ist auch der große Vorteil, du kannst nochmal so einen Boxenstopp irgendwie einstellen. Ich wollte nämlich den Schaden reparieren lassen. Ich wusste nicht, wie viel Zeit das kostet, ob das viel zu viel Zeit kostet, aber so konnte ich auf jeden Fall nicht weiterfahren und ich musste in meinem Pflichtboxenstopp ja dann tatsächlich noch den Schaden reparieren lassen. Ich hätte aber auch gleichzeitig noch, während wir hier mal sehen, wie lange das Ganze gedauert hat, es hat nämlich sehr, sehr lange gedauert, ich hätte gleichzeitig auch noch die Reifen wechseln lassen können. Das wusste ich aber nicht, dass das zeitgleich gemacht wird. Also waren wir nach wie vor auf unseren gebrauchten Reifen unterwegs. Unten links seht ihr übrigens die Reifenanzeige. Die Hinterachse ist schon im gelben Bereich gewesen. Also unsere Hinterreifen waren auf jeden Fall ja nicht mehr die allerneuesten. Und genau das wurde mir jetzt hier fast
fast zum Verhängnis, wo wir aus der Box rausgekommen sind, weil die Reifentemperatur auch so extrem niedrig war. Und das habe ich unterschätzt. Die Reifentemperatur war hier nach dem Boxenstopp niedriger, logischerweise. Und ja, dementsprechend ist meine Hinterachse dann in dieser Links gerade weggeschmiert. Und ich habe mich hier fast gedreht, konnte zum Glück... Ja, zum Glück waren wir noch nicht auf der Nordschleife, denn da wärst du dann komplett eingeschlagen. Deswegen konnte ich da ja noch über die Wiese fahren und genau so ging es hier auch weiter. Das Auto wurde immer zickiger hinten raus. Wir haben hier schon wieder Curb-Kontakt und Wandkontakt gehabt und es ging hier so langsam in die Schlussphase. Wir waren jetzt hier schon in der letzten Runde oben, seht ihr in der Mitte, 2 Minuten 45 noch auf der Uhr und zwei Honda waren noch vor uns und das waren P3 und P4. Es ging hier tatsächlich ums Podium. Also trotz Schaden, trotz dieser ganzen Unfälle, die wir hatten, konnten wir uns hier ja so weit nach vorne fahren, dass wir sogar ums Podium gefahren sind. Und jetzt kam die nächste kritische Situation hier im Karussell. Der Honda vor uns ist hier ein bisschen weit in, geht zu aggressiv aufs Gas und dreht sich hier raus. Und da hatten wir so viel Glück, dass er sich da nicht rausgedreht hat und dann direkt in uns reingefahren ist, rückwärts. Also hätte er uns da am Heck berührt, dann hätte er uns quasi mit abgeschossen. Da hatten wir aber noch so viel Glück, dass wir da noch irgendwie dran vorbei konnten. Hier geht auch noch mal ein Honda weit. Also Honda anscheinend hier auch ein relativ beliebtes Fahrzeug hier in dieser Serie auf dieser Strecke. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Honda macht wirklich extrem viel Spaß vom Fahren. Ist schön agil und fährt sich einfach schön sportlich. Es ist ein bisschen zickig hier und da, aber trotzdem ein geiles Fahrverhalten. So, und jetzt sind wir hier das letzte Mal auf der Döttinger Höhe. Und der Honda da vorne, der wusste, glaube ich, schon so ein bisschen, was ihm blüht. Denn er fängt hier an, so ein bisschen zu weaven, so ein bisschen zickzack zu fahren. Aber auch nur ein, zwei Mal die Linie gewechselt. Also, das ist vollkommen in Ordnung gewesen. Denn ihr seht es ja, er hat so unfassbar wenig Topspeed gehabt im Vergleich zu uns. Ich weiß nicht, ob er Schaden hatte oder ob er einfach extrem viel Flügel gefahren ist. Denn das ist auch ein großer Fehler auf der Nordschleife, zu viel Flügel zu fahren. Dann hast du einfach keine Chance auf der Döttinger Höhe, ja, irgendwie zu überholen. Du wirst nur gefressen und das muss man auf jeden Fall auch mit einkalkulieren. Und wir haben hier tatsächlich den dritten Platz ins Ziel gebracht nach eigentlich so vielen Vorfällen, die wir hatten. Ein kleines Wunder gewesen, aber unsere Pace war hier echt verdammt, verdammt gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und checkt hier im Anschluss das nächste Video aus. Euer Marvix, haut rein. Ciao. Ciao.